Willkommen zurück zu Let's Test Terror Online mit dem Bewertungsvideo diesmal, und im Hintergrund wird es Gameplay geben. Ich muss eben diese Bomben auswählen und dann können wir auch schon direkt machen. Ich würde sagen, Ultra fängt mit der Bewertung an. Wir haben die Kategorien Grafik, Gameplay, Audio, Art Design. Da fehlt doch noch was. Was haben wir? Atmosphäre. Also, Atmosphäre, genau, Atmosphäre. Genau, Atmosphäre. Spaß und Community. Okay, also ich bin jetzt, was Spieletests angeht, ein absoluter Laie. Deshalb werde ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus alles bewerten. Mhm. Geht es nach Schulnoten oder nach 1 bis 10? 1 bis 10. Okay, 10 ist demnach das Beste und 1 ist demnach das Schlechteste. Ja. Gut, da will ich einfach mal sagen, Grafik würde ich so bei 9 bis 10, eigentlich eher bei 10 einschätzen oder einkategorieren. Einkategorieren, gibt es das Wort überhaupt? Ich weiß es nicht. Einfach deswegen, weil das Spiel wirklich unglaublich gut aussieht. Im Vergleich jetzt zu den meisten oder zu so ziemlich jedem Online-Spiel, das ich bisher gespielt habe. Mhm. Gameplay würde ich echt sagen, so zwischen 7 und 8. Mhm. Einfach weil es halt wirklich nicht dieses 0815 Standard MMO Scheißdreck Kampfsystem und Gameplay ist, sondern wirklich man aktiv die Maustaste bashen muss, damit man sie nicht mehr erledigt. Ja, demnach 7 bis 8 waren es doch, glaube ich, ja, 7 bis 8. Ja. Audio würde ich echt sagen, was den Soundtrack angeht, volle 10 Punkte. Der hat mich wirklich, auch jetzt nicht in diesem Testvideo, sondern auch privat sehr überzeugt. Finde ich super gut. Demnach 10 Punkte. Ja. Bei der Atmosphäre, ja, da ist so ein kleiner, sagen wir mal, Knackpunkt. Also das Spiel sieht super aus, trägt auch schon sehr zur Atmosphäre bei. Auch das Design ist super. Was die Atmosphäre ein bisschen, ja, nicht so doll rüberbringt, ist einfach die, in den Zwischensequenzen, dass die Synchro da irgendwie ein bisschen nachhakt und ein bisschen schlecht ist. Und dass, ja, dass bei den Quests das nicht vertont ist. Wie zum Beispiel bei Svotor. Ja. Da würde ich dann echt wirklich, ja, einen Standard machen. 5 Punkte eigentlich. Ja. 5 bis 6 Punkte. Art-Design, ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, wahrscheinlich. Mehr oder weniger, wie das Game-Design, das ist nicht die Grafik an sich, sondern die Kreativität hinter der Grafik. Die Kreativität hinter der Grafik, okay. Überspringe ich jetzt erstmal. Spaß muss ich sagen, es hat wirklich einen Spaßfaktor. Ich mach mal eben bei mir hinten das Licht an. Es hat wirklich einen Spaßfaktor. Subjektiv würde ich ganz einfach sagen, es wäre eine 7 bis 8. Einfach deshalb, weil ich jetzt nicht so unglaublich der MMO-Nerd bin. Mhm. Was heißt Nerd, darf ich ja gar nicht sagen. Ja, ist ja egal. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der so viel MMO spielt, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Man kann es wirklich mal spielen, aber für mich persönlich, ich brauche halt, das ist aber bei jedem MMO so, dass ich dann zwischendurch auch mal eine Abwechslung brauche und was anderes spielen tue. Mhm. Deshalb, ja, wie gesagt, ziemlich ab. Community konnte ich leider, muss ich mich echt enthalten. Da habe ich bisher nicht viel mitgekriegt. Ich habe ja bisher auf dem deutschen Server gespielt. Eigentlich ist die Community recht gut. Also man wird sehr, es wird einem sehr gut geholfen von Leuten, die davon schon ein bisschen mehr Ahnung haben. Wie gesagt, es ist eine Beta, eine Closed Beta. Das heißt, das hat jetzt noch nicht so den großen Ansturm von Spielern. Das sind ja nur recht wenige eigentlich. Diejenigen, die dieses Spiel vorbestellt haben, oder diejenigen, die halt einen Key bekommen haben, dass sie an den Wochenenden an der Beta teilnehmen dürfen. Mhm. Aber was ich bisher gesehen hat, sah schon mal sehr gut aus. Aber wie gesagt, Community, da werde ich mich erstmal auf das fertige Spiel, werde ich bis dahin abwarten. Ja. Und dann darüber die Meinung bilden. Art-Design lassen, wie immer, aus vor. dann habe ich, wenn du Art-Design nicht machst, habe ich dann noch eine andere Kategorie für dich, die mir gerade noch eingefallen ist. Das ist mit Handlung. Handlung, okay. Ich muss ganz ehrlich zugeben, handlungsmäßig, ich habe mir die Texte nie durchgelesen. Dito. Es ist ganz einfach so, es ist jetzt nicht wirklich so der Riesenfaktor bei einem MMO. Oh mein Gott, das hat jetzt super die Handlung. Es geht halt eher ums Questen, Grinden, PvP, aber jetzt weniger um die Handlung. Also die ist
ist da eher so zweit- oder drittrangig. Sag ich jetzt mal aus meiner Sicht. Ja. Gut, ich blick da so ähnlich dran. Ich würde bei der Grafik auch sagen, das ist eine glatte 10. Ganz ehrlich, das ist ein 11 von 10, weil die Grafik ist super. Ihr seht jetzt nur, ich musste die Einstellung ein bisschen runter machen, weil ich mit Fraps aufnehme. Mein Computer das sowieso nicht packt alles. Aber wenn ich das angucke, das ist einfach super. Ich glaube, ich habe noch nie an einem MMO gesehen, wo die Grafik derart gut war. Da muss man sagen, das Gameplay ist eine ziemlich glatte 8. Vielleicht geht sie später im Game noch auf eine 9 hoch. Ich weiß es nicht, wenn man mehr Fähigkeiten hat und dann Kombos macht und sowas. Ich weiß es nicht, bisher habe ich ja nur irgendwie 2 Fähigkeiten und Auto-Attacks, aber ich würde sagen, das Kampfsystem ist auf jeden Fall geil. Es hat was von einem Hack'n'Slay, aber von einem guten Hack'n'Slay. Und wenn man das in ein derart gut aussehendes MMO so umsetzt, dann ist das schon geil. Es ist vor allem mal eine Abwechslung von dem Ganzen. Du stehst, da drückst eine Taste und oh mein Gott, da kommt so eine Alien vorbei, diese kleine Mädchen mit Ohren. es ist auf jeden Fall eine Abwechslung davon und das beeindruckt mich auch. Das ist ein sehr gutes Kampfsystem. Deshalb gibt es beim Gameplay von mir eine 8 bis 9. Audio finde ich geil. Ich finde, der Soundtrack hat was. Der bringt sich auch gut in die Atmosphäre ein. Die Hintergrundgeräusche sind gut, die Stimmen sind gut. Das deutsche Voice Acting ist annehmbar. Ich bin kein Freund von deutschem Voice Acting insgesamt. Ich bin der Meinung, wenn etwas auf Englisch ist, soll man es auf Englisch lassen. Oder in dem Fall auf Koreanisch, obwohl wenn man es Koreanisch lässt, dann können das halt nur Koreaner. Das wäre halt irgendwie scheiße. Ja, gut. Aber Englisch kann man halt, weißt du? Englisch lernt man schon in der Schule, deshalb bin ich der Meinung, dass man Englisch zumindest offen lassen sollte als Sprache. Ich meine, macht man wahrscheinlich auch, aber ich finde, mehr Leute sollten das wahrnehmen, weil auf die Weise lernt man die Sprache auch besser. Deshalb gibt's bei Audio bei mir für die deutsche Version eine 7 und für die englische Version eine 8. Beim Art Design muss ich sagen, das ist eine 9 bis 10. Weil, wenn ich das anguckt, Grafik ist nicht alles. Art Design ist auch was. Und guckt euch mal das an. Wer kommt auf die Idee, da ist die Sonne und von der Sonne kommen so komische so Siegel raus und was weiß ich. Das sieht richtig geil aus. Oder dieser Baum mit diesem komischen Magiestamm. Oder was weiß ich, hier die Outfit, das Art Design, einfach alles. Die Bäume, der Hintergrund, das sieht alles total geil aus. Und ich meine, da hinten ist ein Schiff auf dieser Wasserfallklippe und ich denke mir nur, what the fuck, das ist genial. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Alles in allem sehr stimmig, ne? Ja. Das geht auch gut in die Atmosphäre rein. Deswegen gibt es im Art Design von mir eine 9. Kommen wir zur Atmosphäre. Die Atmosphäre ist gut. Ich finde, man kommt sich wirklich vor, als wenn man in so einer anderen Welt ist. Wäre das so eine Art Paradieswelt? Atmosphäre, ja, wie man, das Audio, das Art Design, die Grafik, das kommt da alles rein. Und deswegen gibt es in der Atmosphäre von mir eine 8. Das ist sehr gut. Ich finde, wenn man die Handlung ein bisschen besser rüberbringen würde, das Ganze da besser rüberkommen. Da kommen wir zur Handlung. Ich habe mir das jetzt nicht alles durchgelesen oder so, weil ich weiß nicht, ich hab auch nicht so viel Zeit, wisst ihr, dann würde ich irgendwie doppelt oder dreifach so viele Parts brauchen. Ja, vor allem gibt es einfach einen Text, der einfach nur dasteht, ja. Jetzt nicht unbedingt so den Anreiz, dass man ihn liest, wenn man sowieso weiß, okay, danach kommt ein Quest und da haust du einfach Viech oder bringst das zu dem oder musst dahin gehen, folgendes abholen und das dann zu Person Y bringen. Ja, genau. Es bringt jetzt halt nicht so den Reiz, als wenn es jetzt vertont wäre. Genau, das wollte ich auch sagen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Willkommen zu Spaß. Handlung gibt es bei mir eine. Ich weiß es, kann ich nicht beurteilen. Ich habe mir das nicht durchgelesen. Keine Ahnung. Kommen wir zu Spaß. Spaß ist gut. Sehr gut. Das Game macht unglaublich viel Spaß. Wenn ihr ein Freund vom Hack-and-Slay-Genre seid, wenn ihr ein Freund von MMOs generell seid, oder wenn ihr ein MMO-Spieler seid, der Abwechslung sucht, dann ist das Game auf jeden Fall was für euch. Spaß gebe ich dem Game eine 8 bis 9. Weil es macht wirklich sehr viel Spaß und ich meine, guck dich das an. Epic. Das ist einfach. Kommen wir zur Community. Die englische Community scheint irgendwie sich gegenseitig zu beleidigen und Spiele zwischen dem Spiel und WoW zu ziehen. Ja, das macht aber die deutsche Community momentan auch. Ja, also kann ich das nicht wirklich beurteilen. Ich meine, meine Gruppe in diesem Game, die ich mit Ultra hatte, die hat natürlich super funktioniert. Wir hatten die perfekte Organisation und alle Leute waren total nett. Unglaublich. Ja, das war total amazing. Das war total amazing. da kann man auch nicht wirklich gut beurteilen. Ich würde sagen, von dem, was ich bisher gesehen habe,
die Leute scheinen sich zwar zwischendurch so ein bisschen aus Spaß zu foppen oder sich gegenseitig so anzupöbeln von wegen, vergleicht das Spiel doch nicht mit WoW und ne. Aber die scheinen sich im Grunde genommen alle ein bisschen lieb zu haben und sich auch zu helfen, wenn irgendwas ist. Also gebe ich der Community mal eine 7 bis 6. Und dann kommen wir zum Fazit. Ultra, was ist dein Fazit? Ja, also mein Fazit bisher, ich hoffe, dass ein paar Sachen aus dem Spiel noch verbessert werden, oder im Spiel noch verbessert werden. Vor allem was unter anderem auch die Synchro angeht von den Zwischensequenzen. Mhm. Gut, okay, das kennt man jetzt aus Spielen wie Anne zum Beispiel auch, da sind auch die Zwischensequenzen von der Synchro her, ich sag jetzt einfach mal, nicht so dolle geworden, um das jetzt mal nett auszudrücken. Aber alles in allem, mein Fazit ist, es sieht sehr gut aus, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich hoffe, dass ich an diesem Spiel mehr Freude haben werde als seinerzeit an World of Warcraft. Ja, wie gesagt, es ist mal was Neues, es ist mal, vor allem das neue Kampfsystem hat mich bisher ziemlich gebasht und sehr gut, ja, finde ich sehr gut. Ja. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Ich auch nicht. Ich fand, also das Kampfsystem ist bisher ziemlich gut und es macht auf jeden Fall, es ist halt einfach was Neues. Mhm. Ja, bei mir ist es so ähnlich, mein Fazit ist, das Game ist, also folgendes, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr ein Oldschool-MMO-Spieler seid, der mal wieder was Neues haben will, dann ist das Game auf jeden Fall was für euch. Wenn ihr ein Hack-and-Slay-Spieler seid, dann ist das Spiel auf jeden Fall was für euch. Wenn ihr jemand seid, der auf super tolle Grafik steht oder auf schöne Frauen, dann ist das Spiel auf jeden Fall was für euch. Und wenn ihr jemand seid, der einfach nur gute Spiele liebt, einfach weil sie gut sind, oder wenn ihr Game, es gibt ja auch Leute, die Game Developer sind und die Spiele spielen, weil sie gut sind, hier könnt ihr euch auf jeden Fall was abgucken. Generell würde ich sagen, das Spiel ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Wenn es jemals eine Trial-Version oder gibt oder ihr eine Möglichkeit gibt, an den Beta-Kit zu kommen, würde ich euch auf jeden Fall raten, diese Möglichkeit zu ergreifen. Ich würde dem Spiel eine gute 1- bis 2+ geben, so als Schulnote so ungefähr. Macht auf jeden Fall viel Spaß. Die Grafik ist super, das Artdesign ist geil, die Atmosphäre ist stimmig, der Soundtrack ist super, das Kampfsystem ist mega geil, ist alles abwechslungsreich und ja, das war mein Fazit. Und ich würde sagen, damit sind wir auch fertig mit Let's Test Terror Online. Ich bedanke mich bei dir, Ultra. Du warst ein sehr guter Gast. Vielen, vielen Dank, aber du hast etwas vergessen. Was denn? Das Spiel ist vor allem auch was für Pedos. Oh ja. Die Elite. Ja, wenn ihr ein pädophiler Kindervergewaltiger seid, dann ist das Spiel auf jeden Fall was für euch, solltet ihr auf jeden Fall holen und seid der Polizei, testet euch geschickt. Ansonsten, hast du noch was zu sagen? Ich verabschiede mich, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte. Ja, war auf jeden Fall schön, dich da zu haben. Und ja, ich hoffe auf zukünftig gute Zusammenarbeit. Ich auch. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Leute, die mich gucken, können sich ja mal die anderen Videos vom Ultra angucken, vielleicht auch mal andersrum, weiß ich nicht. Also die 10 Viewer, die ich habe. Keine Ahnung. Viel zu viele Abonnenten, viel zu wenig Viewer. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal bei Let's Test MMOs. Ciao. Tschüss.